Wuff, wuff und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu meinem Minecraft-Let's Play. So, ja, wir sind jetzt hier gerade von unserer dicken Expedition zurückgekommen, war echt wirklich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ja, die Zombies stehen hier locker immer vor der Tür und spielen noch wie verrückt. Die werden ja zumindest noch, aua, wow, wow, sag ich ja. Komm, Hundi, auf ihn los. Wow, wow, die sind ganz schön stark hier. Die hier. Töten ihn jetzt egal, das würde ich nicht so sexy finden. Okay, mein Hund hält hier alles. Ey, was geht mit denen ab hier? Aua! Wow, wow, wow. Tötet der gerade meinen Hund? Alter, Mann, ich sterbe jetzt nicht ja wirklich gerade. Letztes Leben, nein, 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 nein. Wow! Fuck, was geht denn? Scheiße, das war mir gerade voll so nicht planmäßig gefailt. Unser Hund ist doch noch draußen allein. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt gleich hier abgeschossen wird und ermordet wird. Auf jeden Fall haben wir richtig dicke Rohstoffe gesammelt und ja, dann würde ich sagen, lassen wir unseren Hund da draußen mal ein bisschen rumquieken. Und ja, lagern wir mal alles ein, was wir hier so bekommen haben. Weil man hört ihn ja ganz jaulen. Ich hoffe, ihm geht's gut. So, ein bisschen Gold, ein bisschen Eisen. So, jetzt haben wir mal wieder voll Leben, noch nicht ganz, aber wir werden jetzt mal trotzdem hier den Rest geben. Na komm, Arschloch. Oh, da ist was gedroppt. So, wo ist Hundi? Hier unten getötet worden und hat Experience gedroppt, oder wo ist Hundi? Ne, da ist Hundi. Ach, Hundi, kommst nicht mehr raus, oder was? Ja, das ist ganz schwarz geworden. Oh, Mann, ey. Ist irgendwie eine Strömung oder so? Nö. Aber es ist aber schwer rauszukommen. Okay, wo ist der Hund? Okay, der gammelt da drunter. Der jault da unten. Egal, soll mir auch gleich sein. So, wir haben Sand noch, das wir auch noch schmelzen können. Oh, schön, hier haben wir noch ein bisschen Eisenbarren. Dann tauschen wir das mal direkt durch da. Was haben wir noch? So, wir hatten auch noch 32. Wir ist mir aufgefallen, das hat noch nie gemacht. Vorhin nochmal die Map ein bisschen, hier nur ganz kurz ein bisschen angeguckt. Aber wir haben hier noch hier oben Leben zu vergeben. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Und da dachte ich mir einfach mal, hey, wieso lassen wir das eigentlich jetzt nicht mal hier einschmelzen? Wo ist es, das gute Stück? Wo haben wir es hingetan? Wo ist es? Wo ist es? Ja, okay. So, das macht nämlich ja auch mal Sinn, das mal ein bisschen zu verarbeiten. Und ich habe echt nur Angst mit unserem Hund, denn der bellt dann sich ein bisschen tot da draußen. Also lange bellt, ist es ja ein gutes Zeichen, das heißt, er müsste noch am Leben sein. So, da hatten wir noch einen vierten Sattel, ist mittlerweile schon sauber. Dann in unsere Krimskrams-Box und dann nochmal fünf neue Feuersteine. Apropos Feuersteine, können wir jetzt einfach mal ein Feuerzeug bauen, wobei ich das eigentlich gerade gar nicht brauche, deswegen sehe ich mir keinen Nutzen daran, ist mir jetzt herzustellen. So, Pfeile, Knochen brauchen wir nicht. Spinnenaugen, Fäden, Lapis kommt hier mal in die Mitte. Oh ja, haben auch schon 49 Stück bekommen. Gut, Kohle, 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 Kohle. Kohle können wir nochmal einlagern, haben auch schon ganz schön viel. Ich finde irgendwie, dass ich Kohle. Kohle gehört um die mittlere Box. Kurzzeitig jetzt beschlossen. So. Kohle kommt jetzt irgendwie hier so hin. Gut, zwei Sandsteine haben wir noch. Das können wir hier auch einlagern. Wobei der Sandstein auch sehr viel am Platze ist. Was haben wir noch? Wir haben noch Redstone, was noch weg muss. Dann haben wir noch schwarze Pulver. Was haben wir noch? Wir haben hier noch unseren Schleimball. Das ist ja auch super nice, was wir dann gefunden haben. Ich wusste erst gar nicht, was es ist. Aber dann, tja, jetzt weiß ich es endlich und gerne wieder. So, dann das verrottete Fleisch, das behalte ich erstmal so ein bisschen, damit wir was zum Knabbern haben. Dann das Getreide lagere ich ein. Oh Mann, jetzt habe ich noch drei Eisenschwerter. Ich finde, irgendwie könnte ich noch höchstens noch mal sowas machen wie eine Werkzeugkiste hier oben. Wünsche ich denn vielleicht da eine Werkzeugkiste? Oh, da haben wir sogar noch eine. Gut, ja, das passt doch super. Ja, dann kommen jetzt hier noch alle überflüssigen Werkzeuge rein, die ich zurzeit nicht so ganz brauche. So, dann mache ich erstmal das so. Dann haben wir noch hier vier Pilze. Die kommen da rein. Was ist das? Gravel? Yep. Gut, das gute alte Gravel kommt dann auch noch da rein. Erde. Zack. Boah, noch 64 Kohle. So viel brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich lage erstmal alles ein und dann können wir es ja gleich wieder nett bedienen, damit wir erstmal so ein bisschen Überblick bekommen. Ja, okay, die 16 Stickies kann ich aber ehrlich beibehalten. Und der Sandstein, der kommt hier auch irgendwie noch rein. Gut, dann haben wir jetzt hier noch drei Goldbarren fertig. Perfekt, da haben wir auch schon 18 von. 21 Eisenbarren haben wir hier mittlerweile auch nochmal. Na, die mittlere. Hier 54. Hier, die Ziegel werden noch schön hergestellt.
Und das Glas ist auch fertig. So, Glas wollten wir eigentlich auch noch ein bisschen was farmen gehen. Ja, das könnten wir nicht jetzt machen. Mal gucken, was wir für eine Tageszeit haben. Ah. Perfekt auf unsere. Oh Mann, ey, die Farm, die geht aber auch echt schnell wieder. Wie schnell die immer nachwächst. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel von diesem scheiß Zuckerrohr. Naja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Alter, jetzt folgt mir der Hund. Ey, Hundi. Hundi, komm mal mit. Hundi. Hundi. Komm mal mit. Komm mal mit hier. Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Oh, oh. Ah, ich habe jetzt echt, ja, in absehbarer Zeit vor, wobei es wirklich wahrscheinlich erst in 20 Folgen sein wird. Hä? Habt ihr euch gepaart, ihr Lutscher? Nee, achso, ihr habt euch teleportiert. So, ich dachte schon, das ist mir, ja, weiß nicht, selbst befruchtet oder so. Na komm mal rein, komm rein. Na komm, na komm. Hallo? Ja. Ich schlag dich sonst, ne? Häusliche Gewalt? Hab ich nichts gegen. Ja, wo bist du denn? Alter, jetzt hat er sich da hochgeschissen. So, mach's jetzt. Bleib's jetzt eben draußen, ist mir auch egal. Bello. So, ja, ich habe echt auf jeden Fall Bock, jetzt hier mal bald unser automatisches Getreideerntefeld zu craften oder zu herzustellen. Pläne sind alle schon längst entworfen oder schon längst im Kopf. Da habe ich eigentlich schon eine feste Vorstellung, wie das auch gleich ging. Aber sowas können wir echt mal gebrauchen. Müssen wir nicht unseren Grünstreifen hier abfarmen. So, dann machen wir das hier gleich nochmal alles wieder dicht und voll und tralala und ja. Ah, nee, springen war nicht so cool. Mensch, jetzt darf man hier schon rüberlaufen. Seit welcher Version auch immer. Aber trotzdem krieg's auch nicht gebacken. So, das passt ja mal wieder wie gegossen. Auf die letzten 18. Ja, hast du selber Schritt da oben. So, dann wollen wir hier unsere Zuckerrohr wieder ein. Lager haben wir unten hier schon unser ganzes Papier. Ah, ja, ja, wir sind ja schon ganz gut verdient, so mittlerweile. So, dann würde ich sagen, ja, jetzt da machen wir uns mal schnell auf den Weg, um ein bisschen ja, Sand zu farmen. Hier müssen wir uns irgendwie auch nochmal was einfallen lassen. Wir brauchen irgendwie auch nochmal einen sauberen Weg, irgendwie einmal um die ganze Insel rum. Vielleicht auch einfach so mit dem Holzsteg hier einmal rum, mal sehen. Da müssen wir mal schauen, was uns da so in der Zeit passen. Ja, das Schäfchen, das ist auch da. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Sand, damit wir wieder Glas bekommen. Denn wir wollen ja oben unsere, ja, unsere Villa da ein bisschen ausbauen. Und das eine soll ja eine komplette Glasfront werden. Und da schauen wir erstmal. So, hier wollen wir nicht wieder reinfallen, denn da ist ja unser Dungeon. Ich glaube einfach mal, dass wir hier uns jetzt mal hier in, ja, den Nahen Osten begeben. Da hinten noch Kakteen. Weil generell Kakteen auch sehr geil, das gibt ja eigentlich auch noch eine ganz gute Farm. Was wir nicht noch alles machen müssen. Ach ja, das ist auch das Schöne an Minecraft. Uiuiui, ganz schön groß hier. Alter, hier ist ja eine riesen Landschaft. Ich würde einfach mal sagen, geil, jetzt habe ich, na okay, eine Schaufel hätte ich noch, wo ich mir mehr mitnehmen können. Aber ich würde sagen einfach mal, wir fangen einfach stur an, das hier alles auseinanderzunehmen und uns einfach mal ein bisschen hier quer reinzubauen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den kompletten Felsen hier weg und dann passt das so. So, nebenbei könnte ich euch einfach mal wieder ein bisschen unterhalten mit irgendwie witzigem Wissen und ja, was man so alles beim Schnacken an der Bushaltestelle oder an der Kasse, weiß nicht, an der Tankstelle, an der Ampel, beim Bäcker oder einfach nur beim Hund ausgehen. Beim Gassi gehen oder einfach, ja, im Park chillen mit Freunden, was man sich da also erzählt bekommt oder untereinander bespricht. Ja, was hatte ich denn letztens so erlebt, der Tolles? Ich war mit meinem Hund aus. Nein, er heißt nicht Bello, sondern er heißt, wie heißt er noch gleich? Kurzen Namen ausdenken, denn eigentlich habe ich gar keinen Hund, aber ich tue einfach mal so, als wenn ich einen Hund hätte. Er hieß, wie hieß er denn? Wuff, Wuff hieß er. Nein, nein, er hieß Killer. Killer heißt er. Killer ist ein kleiner, ja, ein Dackel. Und er ist 3 Jahre alt. Hat gerade seine besten Jahre. Und er ist halt Killer draußen. Außen, da muss ich ihn Killer nennen, das möchte also. Na gut, und, da habe ich halt einen Freund von mir getroffen. Der war auch gerade mit seinem Hund außen. Der hieß, Peanut. Und dann meinte er so gerade von wegen, dass er einen Boxkampf geguckt hätte und er würde ja sowieso generell mal überlegen, ob er jetzt mit Boxen anfangen sollte.
Und weiß nicht, habe ich mir einfach mal ein bisschen drauf eingelassen. Halt ja nicht so viel vom Boxen, keine Ahnung. Zugucken tue ich es ganz gerne. Und dann meinte ich ja mir auch so, ja, wer ist eigentlich dein Lieblingsboxer? Und meinte natürlich Klitschko. Und meinte, ja, okay, klar, welcher auch sonst. Und dann meinte er zu mir, ach du, sag mal, wusstest du eigentlich, dass der längste Boxkampf ganze 110 Runden dauerte? Und da dachte ich, was? 110 Runden? Alter, wie fertig müssen das danach gewesen sein? Stellt euch das mal vor, 110 Runden auf die Fresse zu bekommen. Ganz ehrlich, die letzten, weiß nicht, 30, 40 Runden, da stehst du einfach nur noch gegenüber und, da weiß nicht, kuschelt miteinander und weil ihr einfach beide überhaupt nicht mehr könnt. Und ja, da reicht wirklich jeder kleinste normale Schlag nur noch, um den anderen dann endlich K.O. zu schlagen. Aber ja, selbst für den kleinsten, einfachsten Schlag hast du dann einfach keine Kraft mehr, weil du sowas nicht fertig bist einfach. Und ja, das ist natürlich so eine Sache, aber ich finde, am besten ist es gleich beim Boxen, wenn der erste gleich K.O. geht. Sowas macht natürlich irgendwie gleich am meisten Spaß. So, ich sehe gerade mal, wir haben hier extrem viel Sandbäusche mittlerweile. Das geht ja echt richtig gut, wenn man hier mal das Ende abbaut. Dann fällt das alles mal so tralala runter, das macht richtig Spaß. Und ich überlege gerade, wie viel wir denn überhaupt brauchen, so. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Oha, wir haben ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stacks schon. Das ist ja richtig gut. So. Ja. Ich hatte ja auch im letzten Let's Play von meinen Bienenfreunden erzählt. Und da hatte ich ja erzählt, dass Honig das einzigste Lebensmittel ist, welches nicht verfallen kann. Und ich bin ja auch in der Bienen-AG in der Schule und da habe ich nochmal mich ein bisschen kurz geschlossen und wir haben das alles mal ein bisschen erforscht da und sind dann letztendlich auf den Entschluss gekommen, was uns auch wissenschaftlich bestätigt wurde, dass eine Biene 60.000 Flüge braucht, um ein Kilo Honig zu produzieren. Ist das nicht ein Wahnsinn? 60.000 Flüge. Um ein Kilo Honig. Na okay, ein Kilo ist natürlich auch nicht viel. Das ist ein riesen Glas für so ein kleines Tier. Aber trotzdem 60.000 Flüge. Ich glaube, da ist die kleine Maus ganz gut erstmal beschäftigt. So, ich glaube, das war's eigentlich jetzt auch schon mit unserem Sandfarm. Das haben wir eigentlich doch ganz gut überlebt. Ich finde, ich nehme das hier nochmal kurz alles weg, damit das hier alles nicht so schäbig aussieht. Damit wir hier einfach, ja, nicht so eine kahle Front haben. Und, naja, ich weiß gar nicht, ob das zu schlau war, dass ich jetzt direkt den ersten Berg weggenommen habe, aber ich glaube, so schlimm ist das nicht, solange ich den ordentlich wegfarme, damit wir einfach noch später hier gar keinen Berg mehr haben. Dann passt das soweit. So, da fällt der Sand natürlich auch nochmal runter, aber das macht ja nichts. Der kann ja generell überall einmal runterfallen. Dann sieht das alles noch ein bisschen besser aus, mache ich hier das auch noch gleich. Hier dann auch, komm, fertig, können wir uns noch schnell. Farmen den ganzen Sandstein hier noch, brauchen wir aber eh nicht. Zack, 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 zack. So, damit die Fassade jetzt auch wieder wirklich gut aussieht. So. Tja, und ich weiß ja nicht, der Sonnenuntergang ist hier gerade so romantisch und ich weiß nicht, ob ich hier auch ein paar Romantiker unter euch habe. Was ich dann noch sagen wollte zu, ich hatte auch letztens noch einen DVD-Abend mit ein paar Freundinnen, haben ein bisschen Wein getrunken, ein bisschen geschnattet, ein bisschen Spaß gehabt, ne, wie das so ist. Und damals habe ich den Film Titanic angeguckt, das muss der sein. Und, ja, ich glaube, da hatte ich mich danach noch ein bisschen im Internet drüber schlau gemacht. Und es ist wirklich so, dass das Schiff weniger gekostet hat als die Produktion des Films. Ist das nicht ein Ding? Ganz ehrlich, der Film kostet mehr als das ganze Schiff. Und das war das größte Schiff weltweit, das wisst ihr. Und tja, das mit dem Eisberg ist natürlich ganz dumm gelaufen. Deswegen sollten wir es hier auch lieber wegmachen, damit uns nicht sowas auch noch passiert. Aber ich glaube, hier ist kein großer Eisberg erstmal in Sicht. Deswegen packen wir nachher auch unseren Leuchtturm dahin, damit uns sowas nicht passieren kann. Und wir werden hier alles sehr unter Kontrolle haben. Und falls was passiert, dann werden wir auch hier richtig ja, geleitet. Wir haben nicht ohne Grund das Schaf hier, was wir später wahrscheinlich noch färben werden wollen. Damit wir auch noch hier ein bisschen Signalzeichen haben und ja, keine Unfälle hier passieren. Das wäre ja wirklich schade.
So, ab nach Hause. Wir haben jetzt ordentlich Sand gefarmt. Den wollen wir erstmal einlagern jetzt. Ja, du bleibst jetzt oben. Das hast du ja selber eingebrockt. Das weißt du aber auch. So, dann wollen wir hier zusehen, dass wir hier mal überall so ein 64er Stack reinklatschen. Das dauert jetzt natürlich auch ein bisschen, bis das alles hier verarbeitet ist. So, 57 Ziegel, perfekt. Die 57 Ziegel, die können wir ja jetzt noch nichts mit anfangen, soweit ich glaube ich weiß. Aber wenn ich jetzt so mache, dann habe ich ja jetzt diese Blöcke. Und dann werden wir auch richtig, ja, dann können wir was mit anfangen. Wo ist jetzt, 57, ja, die 57er dem? Komische Zahl. Ist jetzt doof. So, aber können wir auf jeden Fall so das machen. Und dann haben wir jetzt hier 14 ganze Ziegelsteine. Ja, damit können wir uns natürlich dann irgendwann auch nochmal ein nettes Haus bauen. Je nachdem, wann sich da die richtige Zeit so ergibt. Ziegelstein ist natürlich auch, finde ich, recht wertvoll eigentlich so. Brauchen wir auch recht viel Mats für. Mal sehen, was wir da noch für eine Hütte machen. Vielleicht für Bello nur einen kleinen, ja, kleine Hundehütte. Schauen wir mal, was sich da so ergibt. So, das Eisen, das ist da gar nicht drin, sondern wir haben hier Glas drin. Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen, den Glasmod dazu zu laden. Das ist ein bisschen doof. Das mache ich auf jeden Fall noch. Damit das alles noch ein bisschen besser aussieht. Das kommt alles noch, versprochen, Leute. So, dann, was auch nochmal nötig sei, ist hier vielleicht nochmal uns ein bisschen zu versorgen. So, nochmal 3 Brote oder 4 auch, ehrlich gesagt. Und dann können wir uns eigentlich nochmal eine neue Schaufel hier mitnehmen aus unserer super Truhe. Dann den Zuckerrohr können wir einpacken und ja, kann ich hier schon neu. Ach, das dauert ja echt lange. Na, was heißt lange, aber es dauert eine Zeit. Gut, dann können wir eigentlich mal wieder oben nach oben gehen und mal schauen, ob wir weiteres Pack den Boden mal wieder machen können. Denn ich habe mich jetzt entschlossen, ich möchte, ja, ganz normales Holz nehmen. Ich denke, das ergibt am meisten Sinn. So, da haben wir jetzt hier noch mehr Bretter und ich glaube, ich nehme auch nochmal hier noch so ein 20 mit, so ein 22. Wie sieht das eigentlich aus? Okay, das ist ja jetzt, welches Holz ist das denn? Das ist Dschungelbiom. Gut, weil vielleicht wollte ich auch noch ein bisschen Baumstämme oben in mein Haus einarbeiten. Und da überlege ich jetzt gerade, welches Holz ich nehme. Und ich denke, dieses Dschungelbiom, das passt doch eigentlich ganz nett. Ganz fein ist das. Gut, dann wollen wir eigentlich noch mal ganz kurz noch uns mal eine Axt herstellen. So, damit wir auch jetzt oben gleich schnell arbeiten können da. Brauchen wir sonst noch was? Vielleicht noch eine Schaufel? Ja, okay, machen wir ganz kurz mal ein paar Waffen. Ein paar Werkzeuge für unsere Werkzeugkiste. So. Das müsste jetzt auch ehrlich reichen. Wir wollen jetzt nicht schon das Eisen hier verbratzen. So, es schüttet hier schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Das gibt immer so einen hässlichen, lauten Ton. Ich versuche mal, ob wir schlafen gehen können. Ja, das konnten wir. Erfolgreich eine gute Nacht verbracht. So, die Eisenachs. Da können wir eine von einlagern. Eine Eisenspitzhacke war auch zu viel. Und ja, das war nicht alles so zu viel. Ich glaube, das brauche ich erstmal alles nicht, da ich hier erstmal sowieso generell am Haus arbeite. Deswegen mache ich einfach eine Fackel dahin, die wiederum nichts bringt. Ne, das kaputte Schwert nehmen wir mit, dann lagern wir das auch ein, aber das ist eigentlich auch kaputt, egal. So, gut, wir holen unsere Axt raus. Oh, gut, dass ich jetzt dieses Holz nicht irgendwie rangebaut hätte, weil sonst wäre der Timbermod gleich aktiv gewesen, hätte uns alles erstmal abgeerntet. Ja, so ist das natürlich. Ja, das könnte ich eigentlich alles mitnehmen soweit. Das Holz brauche ich nicht. Gut. Ich überlege gerade noch. Wir können eigentlich mal das erste Glas hier mitnehmen. Och, das wäre die ganze Zeit nur noch rumheulen. Gut, dann frischen wir das hier, stocken wir das Eis noch ein bisschen auf. So, dann brauchen wir da vielleicht noch ein bisschen Kohle. Ja, sehr.